In Deutschland sind etwa ein Viertel der Männer und Frauen zwischen 20 und 50 Jahren ungewollt kinderlos. Bei einigen liegt das daran, dass die Frau zum Beispiel infolge einer Erkrankung nicht mehr über intakte Eizellen verfügt. Diesen Menschen wäre zum Beispiel mit einer Eizellspende geholfen. Solche Spenden sind auch im europäischen Ausland, wie zum Beispiel Großbritannien, Frankreich oder den Niederlanden, erlaubt. In Deutschland sind sie verboten. Das möchten wir gerne ändern. Wir möchten, dass Frauen zum Beispiel überzählige Eizellen aus künstlicher Befruchtung spenden können. Wir möchten, dass auch die beste Freundin oder die Schwester ihre Eizellen spenden darf. Wir stehen an der Seite der Menschen, die sich sehnlichst ein Kind wünschen.